Gut, dass ich das noch mitbekommen habe. Gut, dann brauche ich die Scheibe jetzt nicht mehr wegmachen. Wir haben das Viech jetzt gel... Wie viele Säcke sind denn hier bitte drinne? Okay, jetzt werde ich erstmal... Passt jetzt mal auf, das müssen wir jetzt mal ganz leise machen. So. So. Da müssen wir jetzt mal ganz leise sein. Oh, die Powerzelle ist weg, okay. Dann hat sich das jetzt eh erledigt. Da werden wir jetzt erstmal die Säckchen hier aufräumen. Und den ganzen Scheiß hier einpacken. So, dann haben wir jetzt alles in der Tasche und... Ja, das ist ein bisschen doof, dass wir jetzt hier nur so ein kleines Guckfenster haben, weil da gerade so viel los ist. Da ist nichts los. Und da haben wir zwei Viecher. Okay, das hier ist nur unser... Unsere komische Plattform. Ja, und das ist unsere neue Brachtvilla. Hm? Wie findet ihr es? Hier, bleibt mal wohnen und beenden das Let's Play auch so. Nein, werden wir natürlich nicht. Collect all. Die brauchen wir jetzt natürlich. Jetzt muss ich überlegen, was war denn nochmal in der Zelle? Ich weiß es nicht mehr. Was war in der Zelle? Komm her, zeig mal her, du. Die können wir noch gar nicht machen, die Zelle. Obsidian haben wir zwar. Obsidian können wir... Dieses Obsidian können wir jetzt nicht ein... Ja, dieses Obsidian hier können wir jetzt gerade nicht einschmelzen, also die Blöcke. Und Limestone und Bedrock haben wir so oder so nicht. Also gehen wir nach wie vor mit Stone. Stone Slabs brauchen wir zwei, das kriegen wir hin. Natürlich haben wir keine roten Mushrooms mehr und Red Flowers auch nicht. Das ist ja jetzt echt scheiße. Hm. Kann wieso? Aber dann machen wir erstmal eine kleine drauf. Hauptsache, wir haben überhaupt eine. Zack, die müsste jetzt angelegt sein. Und mit der können wir auch das Haus hier weiterbauen. So. Mit der können wir auch das Haus hier, denke ich, weiterbauen. Geht das? Jawohl, das geht. Ist nicht. Ach. Ja, der backt natürlich wieder in der Wand, das Scheißviech. Da war ich ein bisschen zu langsam. So, da waren wir hoffentlich jetzt schnell genug. Und der hängt schon wieder da dran, das darf doch nicht wahr sein. Also mit dem Fenster, das ist echt ein bisschen suboptimal, würde ich sagen. Bloß aufpassen, dass der jetzt nicht hier reinkommt. So. So. Und wenn ich den wegmache, aufpassen, oder? Hm. Und wisst ihr was, den lasse ich auch nochmal rein. So. Dann ist das jetzt zugebaut, die Viecher dürfen uns nicht sehen, da hinten ist eine Krabbe, juhu, juhu, juhu. Und wenn wir gleich da drauf gehen, probiere ich mal, um drauf zu springen. Vorher sammle ich den Scheiße von den Viechern noch ein. Das müsste ich dann auch gleich mal in die Kisten einsortieren, aber pff, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Wenn ich jetzt hier runterfalle, ist übrigens alles vorbei, weil wir momentan keine Tür haben. Dann kann ich mich hier durch die Viecher durchschnetzeln. Hm, wobei, eigentlich gar keine schlechte Idee, uns durch die Viecher zu schnetzeln. Da wir von den Krabben etwas brauchen, wobei das sind zwei Schweine, eine Krabbe, lohnt sich das? Lohnt sich das jetzt wirklich da, der Gefahr entgegenzutreten? Hm. Naja, das Leben sieht gut aus, wie... Upsala, da hat sie es eh schon erledigt. So, das Viech ist weg. Hier noch eins, na komm. So, da haben wir einen Sack, da haben wir noch einen Sack. Da haben wir ein leuchtendes Schwein, das sich gar nicht für uns interessiert. Das können wir mal so lassen. Komm, dann machen wir jetzt mal eine Schweinejagd, beziehungsweise eine Krabbenjagd heute Nacht. Das Viech da hinten ignoriert uns sowieso. Und hier haben wir eine Krabbe, die brauchen wir. Da haben wir aber noch ein Schwein, das uns angreifen möchte. Die Schweine, die mögen uns. So, das ist ein Beutel. Und diese Krabbe hier... Interessiert sich nicht die Bohne für uns? Doch, jetzt ist es ein Beutel. Ich dachte schon, die wäre jetzt verbuggt. So, da haben wir Rockstar Rock. Genau wegen dem sind wir hier. Den brauchen wir und den hole ich jetzt auch mal von dem Viech da hinten. Juhu! Und da haben wir wieder ein Beutelchen. Juhu! Da war auch noch irgendwas... Ach, Magnetit haben wir da drin, ne? Wie ich erst probiert habe, Magnetite auszusprechen. Magnetit hätte doch eigentlich klar sein sollen, wenn man sich nur ein bisschen damit auskennt. Und ganz kleines bisschen kenne ich mich damit auch aus. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Ja, das war's schon an Krebsen. Ist ja doof.
Dann holen wir mal die beiden Beutelchen hier und dann gehen wir wieder zurück nach Hause. Ach, ist nur noch der eine. Okay. Ja, komm, gehen wir zurück nach Hause. Und dann werden wir den Rest der Nacht halt hier drinnen verbringen müssen. In überirdischer Langeweile. So. So und so. Ja, was machen wir jetzt hier? Das ist jetzt doch eine kleine... Ist die Frage berechtigt? Komm, wir bauen jetzt einfach weiter. Ist doch scheißegal. Unsere Waffe ist gut genug für die Viecher. Hält zwar nicht 1000 Jahre. Aber immerhin ist sie gut genug. Und das sollte reichen. So. 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 Irgendein Viechchen? Nein. So, du kommst dahin. 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 Und du... Der will nicht. Du... Alter. Irgendwas, was uns angreifen will? Nö, das Schwein ist noch kilometerweit entfernt und hier vorne die... Gibt's das denn? Jetzt haben wir's stehen. Jetzt haben wir da einen stehen. Okay. Schade, dass die Betten noch nicht funktionieren. Ich hätte doch gerne schon die Nacht irgendwie übersprungen. Natürlich. So und so. Jetzt ist alles gerade. Jawohl. Dann können wir jetzt gleich mit dem alles gerade hier auch nochmal den gleichen Raum machen wie hier drüben. Dieses, ne? Was wir da schon haben. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Und hier endet das auch. Und da müssen wir dann ein bisschen terraformen. Das ist jetzt nicht so die Welt, was hier geterraformt werden muss. Aber das werden wir dann noch tätigen. So. Bleibst du? So ist gut. Und du dahin. Dann können wir hier das nächste Fenster reinsetzen. Und das hier ist auch schon so die Hausbreite, die ich hier geplant habe. Ich denke mal... Ich denke mal, dass man das so lassen kann. Auch von der Breite her. So, 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 so. So und so. Du gehst hier lang, bitte. Das Schwein da unten hat uns noch nicht auf dem Kieker, Gott sei Dank. Aber uns gehen wieder die Dinger hier aus. Da muss ich dann nochmal losziehen. Aber wir können vorher schon mal 1, 2, 3, 4, 5. Hey. 1, 2 und hier hinten auch nochmal 1, 2. Nein, nicht da. Hier 1, 2. Genau. So, dann folgendes hier drauf. Das ist übrigens auch ein Haus, das ich gerne in Minecraft baue. Irgendwie ist es so naheliegend mit dem Vergleich zu Minecraft, dass ich hier als die Minecraft-Häuser baue. Schande über mein Haupt. Wenn es schlimm ist, dann sagt's, aber ansonsten... Was ist das denn? Ach, Magnetite, genau. Ach, ich Idiot, den können wir jetzt erstmal nicht mehr abbauen. Hätte ich so ein Ding dahin machen sollen. Na gut. 4 und... 1, 2. 1, 2. Denkste. Na, einmal hat er uns getroffen, aber... Jetzt nicht so schlimm. Und unsere Lederrüstung hat den Arsch hochgemacht. Jetzt sollten wir uns nicht mehr unbedingt von den Viechern hier treffen lassen. Aber wir müssten eigentlich mit den ganzen Leder, was wir schon gesammelt haben, langsam eine neue Rüstung machen können. Da werde ich gleich mal nachschauen. Jetzt, nee. Komm, das hebe ich auf, weil wir müssen ja so oder so hier wieder rein. Zack, zack. Und da haben wir die Nacht doch schon halbwegs gut hinter uns gebracht. Twein. Oh, wie haben wir nochmal Twein? Wie haben wir nochmal Twines gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Waren die hier in der Säge? Nee, das war der Ofen. Waren die hier in der Säge, die Twines? So. Twine. So, das sollte erstmal reichen. Das sind die Dinger. Und was rennt da draußen rum? Irgendwas rennt hier vor der Tür rum. Ich weiß jetzt nicht, was es für einer ist. Aber ich möchte jetzt so oder so erstmal unsere Rüstung wieder erstellen. Hier habe ich doch gerade was gesehen. Verarsch mich nicht! Mann! So.
Die verarschen mich, die Viecher. Was soll das? Das ist Mobbing. Hört auf damit. Tja, die Mobbing-Schweine. Das sind echt Mobbing-Schweine. Mann! Gut, egal. Ja, was wollte ich sagen? Ich möchte jetzt erstmal hier unten den Stein weitermachen. Wo haben wir denn den Stein? Da können wir den Stein machen und das war nicht der, das war... War das der hier? Jawohl, der hier war's. Dann ballern wir mal hier alles voll so ein bisschen. Ach komm. Davon kann man nie genug haben, wenn man schon das Haus daraus baut. Allerdings bin ich jetzt so dämlich, die ganzen Twines, die Lederrüstung werde ich jetzt erstmal nicht machen können. Naja gut, das geht ja relativ schnell mit dem Stein herstellen. Und ich hätte vielleicht mal mitzählen sollen, weil... So, da hätte ich vielleicht mal mitzählen sollen. Weil wir jetzt natürlich mehr als ein Stack auf der Hand haben. Ja, fast zwei Stacks haben wir auf der Hand. Okay, fehlen noch 30, dann hätten wir zwei Stacks. Aber das ist nicht weiter schlimm, komm. Machen wir hier ein paar Handschützer. Eine Brust braucht man, glaube ich, und so ein Ding. Und jetzt habe ich wahrscheinlich absolute Scheiße gebaut. Ach, das wird nur einmal angelegt. Schau mal einer an. Ach, das haben wir sogar noch, das... Ach, leck mich doch am Arsch, das ist Mobbing. Komm. Dann werden wir das nochmal in die Truhe legen. Passt hier noch was rein? Nee, hier passt natürlich nichts mehr rein. Aber du passt da rein. Da müssen wir hier mal ein bisschen aufräumen, da wir jetzt schon so viele Viecher am Arsch hatten. Hier, die Twines, die mache ich auch mal mit da rein. Was ist das hier? Das ist einfach nur Bivex. Ich weiß immer noch nicht, wo das andere Ding ist, was wir da gesammelt haben. Gunpowder. Wo haben wir das Gunpowder hingemacht? Ist jetzt auch egal eigentlich. Ich war ja gerade dabei, hier ein bisschen was einzusortieren. Okay, gehen wir mal da rein. Da haben wir schon mal die Dinger. Ach, da oben haben wir auch Twines. Hätte ich mir das ja sparen können. Twines, die werde ich dann mal darüber stapeln. Ja, das wird sich hoffentlich erledigt haben, wenn wir dann irgendwann mal ein Lagerhaus haben. Was aber bestimmt noch ein bisschen dauern wird. So ein, zwei, drei Jährchen. Nur mindestens. So, hier diese Schweinehufe haben wir auch. Was haben wir denn noch, was da rein kann? Hier haben wir schon wieder so scheiß Papier. Torn Journal Page. Ich habe First Blink to Alive. Ja, Attitude. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was wir mit dem Zeug anfangen können. Aber ich sehe, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Doch, da sehe ich was, was da noch rein kann. Und ich glaube, das war es so langsam. Gucke ich nochmal in die andere hier. In die vordere. Nee, ich glaube, das war's. Wo haben wir die Dinger hier eigentlich? Weins. Ach, mache ich mal hier hin. Haben wir bestimmt in einer anderen Kiste und ich habe sie absolut übersehen. Die Dinger haben wir nicht mehr, aber die mache ich trotzdem dahin. So. Du kommst da raus. Du kommst da auch raus. Und du kommst da raus. Dann können wir dich mal dahin pappen. Ja, können wir alles eigentlich dahin pappen. So, so, so und so. Und hier hinten können wir... Ja, hier kommt dann Stein hin. Wir haben jetzt wieder Stein. Und ich hoffe, dass wir zumindest die untere Etage heute noch fertig bekommen. Vielleicht sogar heute in der Folge noch. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo der Timer ist. Nee, heute in der Folge nicht mehr. Weil die nächste Folge in circa 5 Minuten anfangen dürfte. Was will das denn da oben? Hau ab, Mann! Okay. So. Üpp. So, und dann haben wir das ja auch schon geschafft. Nein, du kommst wieder ab da. Und dafür machen wir so hier weiter und so. Den Raum haben wir also jetzt auch schon fertig. Da unten muss ich noch ein bisschen terraformen, aber pff, das sollte relativ schnell gehen. Dabei fällt mir auf, wir brauchen Loks. Wo kriege ich jetzt auf die schnelle Loks her, wo ich nicht so einen Baum hier killen muss? Der arme Baum. Gehen wir mal kurz nach da hinten. Wir brauchen jetzt definitiv Loks, ansonsten kommen wir nicht wirklich weiter. Wobei, da habe ich ja eh schon Scheiße gebaut. Hüpp. Hüpp. Oh, da oben ist eine Kiste. Guckt mal einer an. Gut, dass ich Taschen leer gemacht habe. Weil hier in den Kisten ist ja immer mal was Interessantes drin. Zum Beispiel eine Wood Mining Cell. Das war die kleine, die wir angelegt haben, aber besser als gar nichts. Da freue ich mich immer darauf, wenn wir mal eine seltene Kiste finden. Oder eine hochwertigere Kiste. Ich weiß nicht, ob die jetzt unbedingt seltener sind, aber auf jeden Fall hochwertiger. Also die so bläulich leuchten wie diese Monster.
Wie kannst du nur sagen, dass das Monster sein Lektor, du Arschloch? Jetzt können wir auch mal hier drauf achten, ob das von allein decayt oder ob das jetzt in der Luft stehen bleibt. Da werde ich jetzt nämlich nicht die Blätter wegmachen. Und das ist so, das haben wir glaube ich nie gemacht, bis jetzt die Blätter weg, oder? Auf jeden Fall ist das auch so nah dran, dass man das mal ein bisschen beobachten kann. Okay, und da kommen wir gerade nicht hoch. Dann mache ich mal den da und den da. Und dann können wir die da rausholen. Und da haben wir noch eine. War's das? Jawohl, das war's. So, und die Krone lassen wir jetzt einfach mal da oben schweben. Ich hoffe natürlich, dass sie decayt, ansonsten... Keine Ahnung, holen wir sie irgendwann mal runter. Also die Krone. war hier nicht gerade eine Kiste irgendwo? Nee. Ja, doch gerade irgendwo eine Kiste. Ach, ich glaube, ich bin doof und besoffen oder beides. Doof, besoffen oder beides. Kann man gerne mal sein, übrigens. Und Pilze brauchen wir auch. Pilze brauchen wir wirklich langsam. Schwein! Pilze brauchen wir wirklich langsam mal wieder. Aber, boah, die Ausdauer hier ist auch mal nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ich dachte, die wäre schon bei Life is Feudal sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, hier muss ich mal gucken, ob wir hier hochkommen. Da werde ich jetzt nämlich mal diesen Baum hier abholzen. Dann grabe ich mich mal so langsam nach hier oben. Hoffentlich reicht das. So, so. 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 Und so. Ja, sollte reichen. Wenn man jetzt einfach mal guckt, wie groß das Ding hier ist. Und ich glaube, das ist auch eine gute Technik, überhaupt hier hochzukommen. Das weiß ich natürlich nicht. Doch. Guck mal, hier können wir jetzt wieder drauf. Ja, das ist eine super Technik, um da hochzukommen. Machen wir hier so eine Spirale. Das müssen wir uns mal merken. Das ist jetzt so gerade irgendwie spontan entstanden. Um es zu testen, das müssen wir uns mal merken, dass wir auch so hier hochkommen, weil dann brauchen wir keine Angst mehr vor diesen großen Bäumen haben. Sobald sie vier breit sind, können wir dann einfach mal da hochmarschieren. Das müsste in der Theorie auch bei Minecraft funktionieren, bei den riesen Scheißviechern. So, und ich glaube, das war's hier an der Stelle. Hier könnte noch einer sein, da auch noch, und da ist Ende. So, und jetzt können wir den Baum mal komplett nach unten holen. Hier müssen wir mal ein bisschen aufpassen, aber ich glaube, den Scheiß kriegen wir auch alles locker flockig hier raus. Jawohl, guck mal, da haben wir noch ein Blümchen, das sich da versteckt. Das können wir noch mitnehmen. So. Na, schau mal einer an. Hm? So könnte man... Man könnte eigentlich auch so ein Baumhaus bauen, indem man dann so eine Wendeltreppe aus Loks da hochgeht oder so. Keine Ahnung. Was ist das denn hier? Soll das ein Ast darstellen oder was? Ach... So, war das der letzte? Jawohl. Nee, natürlich nicht. Hier geht's nochmal weiter. Ich glaube, hier sind wir schon im nächsten Baum drin. Muss ich gleich mal von unten gucken, was ich hier weggeholzt habe. Nee, das... Immer noch dieser Baum? Ich verstehe es nicht. Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt runterfallen. Möchte ich dazu erwähnen. Aber hier geht's ja so... Oder... So oder so noch ein Stückchen runter, also mit dieser Außenwand. Und wenn die hier weg ist... Ja, der Baum, der ist dann... Eigentlich ist er Geschichte, sofern die Leaves decayen. Aber soweit haben wir den Baum besiegt. Wooding Mining ist... Ey, warum blinkt das schon wieder? Guck mal, wie viel wir davon noch haben.